Also, wir machen heute Königsberger Klopse. Dazu brauchen wir jetzt als allererstes mal ein Brötchen. Also, das schneiden wir jetzt in 1 cm große Würfel. Mit den Bröseln geben wir das alles in eine Schüssel rein. Dann brauchen wir noch ein bisschen Petersilie. Jetzt kommen noch 2 Eier dazu. Also, wir tun noch ein bisschen Hackfleisch in die Schüssel. Es kommen noch so ein paar Sardellenfilets mit rein. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch schön vermischen. In der Zwischenzeit habe ich ein bisschen Brühe aufgesetzt und wir formen jetzt unsere Klöße und lassen die in unserer Brühe ziehen. Zu der Brühe gebe ich auch noch ein Wacholderblatt dazu. Jetzt müssen wir aufpassen, dass die Mehlschwitze nicht anbräunt. Tapernsaft.